Ja, es ist mal wieder Stress angesagt. Weil, sag mal, man hilft ja den Menschen, ne? Und ich mache ja schon gar nichts mehr. Ich sitze ja schon meine Kopfhörer in den Ohren und dass ich schon gar nichts mehr höre und sehe. Aber trotzdem wirst du nicht in Ruhe gelassen, auch wieder von den Behörden. Es fängt schon wieder an und immer wieder geht das so weiter. 11 Jahre geht dieser ganze Quatsch schon. Jetzt weiß ich denen nach, dass ich schon ab 29.07.2013 krankgeschrieben war und Krankengeld bekommen habe. Nicht ohne Grund. Und die streiten immer noch rum. Und ich begreife das nicht. Ich habe die ganzen Unterlagen hier und es wird gestritten. Ich habe die ganzen Kontoauszüge hier und es wird gestritten. Ich habe die Briefe hier von den Behörden, dass da steht, dass das andere Geld woanders hingegangen ist und es wird gestritten. Sogar der Anwalt streitet. Ich weiß nicht. Also man kommt sich richtig blöde bei vor. Ich habe jetzt mit der Seelsorge telefoniert und ich habe gesagt, ich habe echt die Nase voll von diesen Behörden. Die stehen sich nicht ein, dass die mal einen Fehler machen. Die gestehen sich das einfach nicht ein. Und ich finde das so eine Frechheit. Ich habe Beweise, dass ich Krankengeld bekommen habe. Und also, ne. Das geht dir nicht in der Birne. Das ist. Also da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Aber naja, man streitet sich ja hier nur rum und die Leute werden natürlich immer streitsüchtiger, weil Mecklenburg braucht Geld, das merke ich. Und das holen wir denn da wieder, wo immer mal Geld war. Da holen wir mal dann das Geld, ne? Und ja, die hören nicht auf. Wie kann man so von Neid und Missgunst und Hass zerfressen sein in den Behörden? Das frage ich mich wirklich. Das frage ich mich wirklich. Und wir haben eine freie Meinungsäußerung. Und es sind Sachen, die man erlebt hat. Die erzähle ich auch der Seelsorge. Weil ich mir das nicht gefallen lasse. Also merkt euch eins, hebt alles auf. Eure Krankenbescheinigungen, eure Kontoauszüge, eure Akten. Am besten noch, macht ihr Ordner. Ich habe ungefähr 70 Ordner. Durch meine früheren Sachen musste ich ja auch alles immer abheften. So 70 Ordner könnt ihr rechnen, habe ich schon. Von alles, was von früher. Von alte Banken und dieses und jenes und was man alles so hatte. Ne? Man ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Also hebt das bloß lange auf. Weil die Behörden kramen ihre Bücher und wenn sie Geld brauchen, dann schreiben sie dich an. Und das finde ich echt, ich finde das sowas von beschämend traurig. Und das nach 11 Jahren. Sie können einfach keine Ruhe geben. Nein, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Sie müssen einfach die Menschen seelisch fertig machen, weil es nicht anders geht.